Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Retro Lifestyle. Heute mal als richtig schönes Trio. Wer wollen wir denn sein? Alvin und die Chipmunks? Oder Trio mit vier Fäusten? Die drei Caballeros. Mega lustig. Ja, heutiges Thema. Wir haben erstmal ein sehr schönes Aufeinandertreffen, denn wir sind heute alle mal zu dritt vor der Kamera. Endlich. Was aber nicht heißt, dass sich Kim und der liebe Stefan nicht kennen. Die kennen sich natürlich. Wir haben privat auch ganz viel miteinander zu tun. Aber vor der Kamera haben wir es irgendwie zeitlich nie so wirklich mal hingekriegt, einfach zusammen jetzt hier ein Retro-Review zu machen. Ja, ich bin ja auch beruflich ein bisschen eingebunden manchmal. Das auch. Ich doch auch. Ja, ne? Deswegen geht es immer nur am Wochenende bei mir. Richtig, das weiß David auch. Also. Das ist so. Ne? Und heute geht es nicht nur um unsere kleinen Monster hier im Keller, sondern auch um die kleinen Monster, und zwar die Gremlins. Ist mein neues Haustier. Er heißt Gizmo. Er ist ein Mogwai. Hallo Gizmo. Mogwais sind süß. Lieb und flauschig, solange sie nicht... Hey, wir werden fotografiert. ...geblendet, nass und nach Mitternacht... Vielleicht gibt er jetzt endlich Ruhe. ...gefüttert werden. Gremlins, kleine Monster. Ja, heute geht es um Gremlins, kleine Monster. Von dem Regisseur Joe Dante aus dem Jahre 1984. Das magische Jahr. Das magische Jahr. Der Summer of 1984. Klasse von 1984. Das kann endlos sein. Ja, wie gesagt, gedreht von Joe Dante, der Regisseur von Piranhas. Ja, 78, Piranha 1. Piranha 1, ja. Das war noch ohne David Hasselhoff. Kann ich bitte ein Pflaster für meinen Kumpel David hier bekommen? Nein, aber auf jeden Fall ist dieser Film auch ein so 80er, ja, ein 80er so, Film. Total. Der bringt die ganze Spirit drüber. Was hat eigentlich Steven Spielberg damit zu tun? Hat er es nur präsentiert? Von Produzent Steven Spielberg. Gremlins, ja? Deswegen ist der nicht, also als Regisseur, und hat Joe Dante die Regie überlassen. Genau. Mhm. Ja, pass auf. Jetzt geht's los. Kim? Easter Egg. Oh, ja. Wir starten schon gleich mit Easter Egg. Okay. Easter Egg. Lass das einmal rollen, Digga. Keine Abkürzung. Gremlins wurde ja in der Stadt gedreht, wie auch Zurück in die Zukunft. Stimmt. Ist in derselben Großstadt gedreht. Natürlich. Ja, dafür hat Steven Spielberg extra die Stadt stehen gelassen und hat gesagt, aber mit einer Voraussetzung. Ja, weißt du es noch? Nicht die Turmuhr-Film. Genau, nicht die Turmuhr-Film. Sehr geil. Der Turmuhr ist natürlich ein Markenzeichen von Zurück in die Zukunft. Richtig. Ja. Man sieht aber tatsächlich immer noch von Weitem, wenn die Anfangssequenz bei Gremlins hochgeht und du die Stadt einmal im Schnee in der Übersicht siehst, dann siehst du sogar das Fitnessstudio, wo damals Marty McFly mit dem Skateboard durchfährt und einmal, und einmal zu den Aerobic Girls winkt und sie winken alle so zurück. Sehr geil, das Ding. Ja, auf jeden Fall ein Hammer-Easter. Mega. Ja, ja. Was ich auch mega finde in dem Film, also wie du gerade sagst, die Weihnachtsstimmung, aber es wurde Heilige Nacht, also Stille Nacht, Heilige Nacht, ganz böse im Soundtrack eingespielt, als sie eine unheimliche Geschichte erzählt von ihrem Vater, der ja im Schornstein kleben geblieben, also der sich da das Genick drinne gebrochen hat. Und dann irgendwann sie den Kamin angemacht haben, sich gewundert haben, warum denn ihr Vater nicht nach Hause kommt mit den Geschenken. Ja. Und irgendwann ist komisch roch und die dann irgendwann festgestellt haben, der steckt im Kamin fest, im Weihnachtskostüm. Und hat sich das Genick gebrochen. Ist schon eine üble Geschichte. Und da spielen sie aber Heilige Nacht, also Stille Nacht, Heilige Nacht. And that's when I noticed the smell. Fireman came and broke through the chimney top. Wollen wir mal zu den niedlichen kleinen Gizmo kommen? Gizmo. Er heißt Gizmo. Er ist ein Mogwai. Ja. Sag mir mal in den 90er, 80er Jahren, wer hatte kein Gizmo bei sich irgendwo zu Hause rumfliegen? Sei es als, kennt ihr noch diese Klammern, wo die
Ja. Und das waren ja für diese Monchichis. Genau, diese Monchichi-Klammern, und die man hat man so einen kleinen Gizmo überall, wie Alf damals auch, überall an die Kabel von der Lampe ran. Ich hatte so ein Kuscheltier von Gizmo. Geil. Ja, Kuscheltier hatte ich auch damals beim Automaten beim Greifer rausgeholt. Genau, hatte ich auch rausgeholt. Ja, genau. Aber natürlich die Verwandlung, wenn sie denn böse werden, ne, das ist schon eine ganz andere Nummer. Wir haben ja auch, richtig, wir haben ja auch die Blu-ray natürlich, der kam im Double Pack raus, was ein bisschen ärgerlich ist, weil ich hatte mir zuerst die Blu-ray von dem ersten Teil geholt und dann plötzlich habe ich gedacht, wo gibt's denn den zweiten? Den gibt's nicht einzeln. Gibt's nicht, den gibt's nur in der Double Future Box und dann musste ich mir nochmal den ersten kaufen mit dem zweiten zusammen. Man zahlt immer doppelt. Man zahlt immer doppelt. Hatte aber vorher die schöne DVD auch, der ja hier in so einem schönen Schuber ist. Natürlich, man merkt Warner, ne? Sieht man sofort. Ja, ja. Und dann hatte man hier Teil 1 und 2. Und ja, ist halt einfach wunderschön. Und ich fand damals, ne, ist jetzt so ein kleines Easter Egg von uns beiden. Ja. Und zwar ein kleines Easter Egg, was wir früher hatten, als wir klein waren. Holla hatte so ein Ding als Pappaufsteller bei sich im Wohnzimmer steht. Er war so ein Gremlin. Ich weiß. So. Und tatsächlich habe ich damals Gremlins mit Critters verwechselt. Ja, das kann man machen. Ja. Das kann man machen. Das ist übrigens auch wieder von Warner Home Video erschienen, weil New Line Cinema ist damals, die Critters waren damals von RCA Columbia Pictures, beziehungsweise ja diesen grauen Covers, ne? Genau. 1 und 2 zumindest. Genau. Und dann später kam die dann raus auf DVD von Warner Brothers, weil die Rechte an Warner Brothers gegangen sind. Das sind Warner alle Rechte für die ganzen Sachen. Krass. Auf jeden Fall. Critters erscheint immer noch nicht als Blu-ray. Wo ist der? Ich weiß nicht. Ich habe den nur ein Vierer-Pack auf DVD gesehen. Ne? So. 1 bis 4. Ja, habe ich schon überlegt, ob ich mir den hole. Und da habe ich gedacht, kommt der jetzt vielleicht nachgezogen? Sie sind auch nicht niedlich. Ganz im Gegenteil. Falls Gremlins ist natürlich auch, damals habe ich das Ding als VS. Kassette gehabt von Warner. Ja, die großen Hülle. Diese große mit den weißen Aufkleber an der Seite. Dann habe ich mir die DVD-Box geholt, nämlich diese. Dann habe ich mir später dann diese Blu-ray gekauft. Und jetzt habe ich mir von Teil 1, also Gremlins, kleine Monster, die Ultra-HD gekauft. Geil. Also ich habe es auf jeden Medium gehabt. Aber ich habe ja auch ein bisschen was gemeinsam mit den Viechern. Erzähl mal. Nach 0 Uhr darf ich auch nichts trinken. Und füttert sie nicht. Der nimmt auch die Bude auseinander. Der nimmt auch die Bude auseinander. Die ganze Kleinstadt. Aber das ist wirklich, also ich finde Teil 2 ist heute, wenn man den guckt, ein bisschen über over the top. Over the top. Ja, ne? Also ich habe den ersten Film immer noch, natürlich, man merkt. Ja, gut, aber das New York fand ich immer besser. Ja, das stimmt, aber hi ho. Hi ho. Ja. Oder der Exhibitionist. Ist okay. Aber legendär die Szene mit der Mutter, wo der Gremlin in den Mixer kommt. Ich laufe meine Küche! Harte Szene, auf jeden Fall. Damals, deswegen ist er immer noch ab 16. Richtig. Und damals, ich werde das Lied nie vergessen, hörst du, was ich höre? Hörst du, was ich höre? Hörst du, was ich höre? Bleibe stehen und lausch, Hirten. Hörst du, was ich höre? Ein Lied. Ein Lied, ein Lied. Filme ja wirklich lustig. Ja, natürlich. Du, die sind damals irgendwie so ein bisschen missverstanden worden. Ich glaube, viele haben gedacht, das sollte ein Horrorfilm sein, aber ich glaube, dass das so eine Mischung, eine Horrorkomödie war. Ja, das war mir auch dieses amerikanische Kleinstadt Feeling, genau. Jeder kennt jeden und er spielt natürlich wieder dieser Schauspieler mit, der jeden Giudatti-Film mitspielt. Ja, stimmt. Den müssen wir mal googeln. Ich weiß den Namen gerade nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Der spielt in jedem Giudatti-Film und er spielt da auch mit. Also er spielt bei das ist der Ältere, meinst du, ne? Ja, das sind die Gremlins in den Auto. Ja, genau. Genau, der musst du gleich mal einblenden. Ja, war ich. Vielleicht sind es auch Tausende. Der spielt auch, Fun Fact, der spielt auch bei Terminator 1 mit, der den Waffen verkauft. Stimmt. Ist er. Haben sie auch ein Plasmagewehr so und so. Nur das, was sie hier sehen. Weißt du, ich weiß genau, was sie machen. Sonst noch was? Ein phasenkoordiniertes Plasmagewehr mit einer 40er Reichweite. Nur, was sie hier sehen, mein Freund. Das Uzi 9mm. Das ist doch stimmt. Das war's. Der spielt ja überall mit. Ja, in jedem Film. Das ist so lustig. Und der spielt ja auch bei
das ist doch ein John Lennon, das ist kein John Lennon, Joe Dante-Film, meine täuschische Nachbarn. Da steht ja, auch mit als Müllmann. Stimmt, stimmt. What else could you do with those shoes? Teuflische Nachbarn, bester Film, lustigste Szene. Komm rein, sind das erste Mal da, trauen sich sie mal zu besuchen. Nein, und dann geben sie ihn zum Probieren. Sardine. 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 Wer zur Begrüßung kriegt denn das Brezel mit einer Sardine? Genau so. Hey. Wie bei Gremlins, ja, als auch bei meine teuflische Nachbarn, spielt der Jason im Teil 4 killt. Na. Weil Corey Feldman hat Jason umgebracht in Teil 4. Und er spielt hier diesen Freund von dem anderen mit. Ja, natürlich, natürlich. Und der schneidet sich doch die Haare ab, der wird doch aussehen wie Jason. So. Der kleine Junge. Und das ist halt auch bei Gremlins. Der in Termbaum steckt. Genau. Nee. Ohne Spaß. Ach, bei Lost Boys mitgespielt? Natürlich. Der Hauptdarsteller von Gremlins, der männliche Part, ja, ist der von Waxworks. Ja, ich weiß. Monsters and the men. Ja, das ist echt mega, wer damit spielt, ne? Ja, ja, unglaublich. Auch die Synchro ist geil. Ja. Ne? Weil das, ich hab die alte ja gehasst, ne? Die mit dem Hund, die den Hund immer töten, ja, die da reinkam, diese Bankerin so. Ja, genau. Was macht ihr scheiß Hund hier wieder? Ja. Das ist so, oh, das, ey, die hab ich gehasst. Aber die ist ja nachher schön mit dem Stuhl, ja, einmal in Ehrenrunde gedreht, genau, und Fenster geflogen. Gott, was sind das für Kerle? Dann gibt's natürlich noch dieses, wie nennt man das, Gewächshausspektakel am Ende. Ne? War ziemlich brutal. Ja. Fand ich damals dann wieder sehr düster. Ja. Da fing das dann wieder sehr, sehr düster an zu werden. Da habe ich gedacht so, oha, ist doch richtig hart so. Ja. Ne? Lustig natürlich auch, wie Gizmo sich das ganze Fernsehprogramm so reinzieht. Der ballert sich alles rein. Ja, der ballert sich alles rein und macht das. Danach fährt er plötzlich mit dem Auto. Ja. Lieb und flauschig. Im zweiten Teil hat er Rambo gesehen, bindet sich hinten das Tuch. Ja. Der Mann kommt, da ist es. Du siehst halt einfach so Gizmo, haut rein. Ne? Also ja, das ist echt cool. Ja, Gremlins. Wie gesagt, Gremlins, kleine Monster. Für diejenigen, die den Film noch nicht kennen, ja, wie kann man den schmackhaft reden? Erstmal zurückreisen in die 80er, also erstmal 80er-Feeling rausholen. Du musst schon mal ein bisschen Fan sein. Auf jeden Fall. Ja. Und das mögen. Und viele junge Leute wollen ja Retro. Ja, die feiern das Ganze. Genau. Und die ganzen Filme heißen ja alle Stranger Things, die Serien. Summer of 84. Und jeder kennt das ja. Und die wollen das ja auch sehen. Genau, genau. Also, ihr könnt den ersten Teil definitiv euch heute immer noch richtig gut geben. Der zweite Teil ist ein bisschen schlecht gealtert, muss ich ganz ehrlich für mich so sagen. Schon, ne? Er ist immer noch gut. Macht trotzdem Spaß. Macht Spaß. Ja, aber ist okay. Es ist halt ein bisschen, alles ein bisschen über. Ja. Natürlich haben wir beim zweiten Teil ein paar Cameo-Auftritte, ein paar Stars. Wir haben hier Christopher Lee spielt mit. Ja, richtig, der den Dracula gespielt hat. Ne? Wir haben hier mehrere Acts, wo man denkt, so was, der ist dabei und hier und da. Na, die haben das Riesenhochhaus. Es wirkt auch ein bisschen schon fast so im Stil wie Robocop oder Starship Troopers. Ne? Also so mit diesen Nachrichten hin und her schneiden und hier und da. Wirkt alles so ein bisschen so. Mhm. Aber es, wie gesagt, auch gehört da einfach dazu. Also wenn man Gremlins 1 hat, dann muss man auch Gremlins 2. Ja, wenn man den ersten Teil geguckt hat, dann muss man natürlich den zweiten hinterher. Allein wegen Gizmo. Ne? Also Gizmo ist wirklich im zweiten Teil sowas von geil. Und jeder schmilzt hin, wenn man Gizmo sieht. Ja, also ich weiß auch, die ganzen jungen Mädels, mit denen wir das geguckt haben damals, und oh, ist der süß. Und der ist heute noch süß. Natürlich ist eine Handpuppe, ist natürlich keine Animation. Ja, natürlich. Aber der ganze Film ist ja auch ohne CGI und er funktioniert. Ja. Er funktioniert wunderbar. Wunderbar. Er funktioniert wunderbar ohne CGI. Er macht einfach nur Spaß. Das haben die echt gut gemacht. Wegen auch die damalige Zeit. Natürlich. Richtig. Und dahinter steckt natürlich Steven Spielberg. Ja, und Joe Dante ist auch ein Fachmeister, finde ich. Absolut, absolut. Auch die Special Effects, die Ekeleffekte mit dem Schleim und mit den Kokons. Ja, auch die Storyplots. Und das Soundtrack ist mega. Ja. Ja. Also, wie gesagt, ihr könnt euch den Film genüsslich reinziehen. Den zweiten Teil, der muss dann hinterher. Und ja, ich würde sagen, wir haben hier mal so ein bisschen als Fan heute drüber gesprochen, weniger auch faktisch, aber richtig. Das liebt ihr ja auch bei uns auf dem Kanal so, dass wir das Ganze hier auf diese Art und Weise auch angehen und nicht hier trocken einfach runterreden. Richtig. Und hat uns sehr gefreut, diesen Film vorzustellen, aber ihr könnt uns auch helfen,
wenn der mir diesen Kanal abonniert. Denn ich sehe ganz oft auf meinem Kanal, dass sehr viele Nutzer, die den Kanal verfolgen, gar nicht abonniert haben, sondern den immer nur wieder gucken. Die kommen immer wieder zurück, haben aber noch nicht abonniert. Abonniert uns, lasst uns zusammen wachsen. Auf die Glocke. Genau, auf die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts. Kommentieren, liken, all das Gedöns. Und wir werden viel noch. Da kommt noch so viel. Da wir haben noch so viele Ideen noch. Wir sprühen vor Ideen über. So viel Zeit haben wir gar nicht drehen. Ja. Ja, aber letztendlich, was vergessen, ja. ganz wichtig ja. ist, ja. Wir haben ja den Gremlin 2 ja. und 1 Blu-ray, ja. DVD. Gib von mir auf jeden Fall einen Stempel. Ach du Arsch, jetzt muss ich das wieder machen, ey. Jetzt hänge ich da wieder am PC mit diesem Gültigkeitsstempel 100%. Okay. Ja, das ist der Kill. Ja, das ist der Kill. Okay, alles klar. Danke. So, Leute, ich muss an die Arbeit, sonst wird der Clip nicht fertig. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn es wieder heißt, Retro Lifestyle.